Prinz William, wird er etwa doch nicht Harrys Trauzeuge? Verwirrung im Buckingham Palace? Die Hochzeit von Prinz Harry, 33, und seiner Meghan Markle, 36, rückt immer näher. Bereits im Mai dieses Jahres wird das Paar den Bund der Ehe eingehen. Dabei darf natürlich auch der Trauzeuge nicht fehlen. Entgegen aller Erwartungen könnte diese Rolle nun aber doch nicht Harrys Bruder zufallen. Prinz William, 35, wurde nämlich noch nicht gefragt. Der Grund für dieses Wirrwarr? William selbst. Im Rahmen einer Diskussionsrunde bei dem britischen Radiosender Capital FM verriet der Enkel von Queen Elizabeth, 91, dass die Besetzung des Trauzeugen noch immer offen und ein sensibles Thema sei, nur, um das klarzustellen, er hat mich noch nicht gefragt. Doch vielleicht wird der Gatte von Herzogin Kate, 36, am Tag der Hochzeit sowieso anderen Verpflichtungen nachgehen müssen, immerhin geben sich sein Bruder und seine zukünftige Schwägerin am selben Tag das Jawort, an dem auch das Finale des Fuckhoops stattfindet. Seit 2006 ist der älteste Sohn von Carles Präsident der Football-Assoziation und müsste dem Sieger des englischen Fußballwettbewerbs deswegen eigentlich den Pokal überreichen. Angesichts des Hochzeitsstresses könnte allerdings auch einfach nur die Zeit gefehlt haben, um seinen Bruder zu fragen. Bisher waren sich Royal-Experten zumindest sicher, nur William komme als Bestmann in Frage. Zudem verriet ein Insider vor kurzem gegenüber Us Weekly, es ist undenkbar, dass er, Anmerkung, Red, jemand anderen als William bitten würde, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen.